Der Sieg liegt in unseren Händen. Lotta y les da la bienvenida al Dakar 2011. Noch mehr als je zuvor möchte die Dakar garantieren, dass das Rennen sicher ist für das Publikum. Die Gefahr steigt mit dem wachsenden Interesse in Argentinien und dieses Jahr wurde die Sicherheit mit zusätzlichen dem Publikum gewidmeten Zonen erhöht. Wir haben schon sehr präzise Markierungen der Pisten und der Zuschauerzonen gemacht, die man bei den Spezialprüfungen installieren kann. Und je nach Spezialprüfung haben wir zwischen 3 und 4 Zuschauerzonen, die abgegrenzt und von der Gendarmerie eingezäunt sind. Es sind ungefähr 25.000 lokale Ordnungs- und Autoritätsorgane, die nur für die Sicherheit mobilisiert worden sind. Wir arbeiten hier seit April, fast ein Jahr, und wir verbreiten über die Medien ununterbrochen Nachrichten, um das Publikum zu warnen. Llega la fiesta del personal Rally Dakar. Autos, motos, camiones. Pero cuidado, nunca se acerque a la ruta. Nunca cruce la ruta. Am wichtigsten ist es, die Leute über die verbotenen Zonen zu informieren, aber es gibt hier so viele Menschen, dass man wirklich, wirklich im Vorfeld arbeiten muss. Die französischen Organisatoren sind für Sitzungen mit den lokalen Ordnungsorganen zugunsten der Sicherheit nach Südamerika gekommen und zugleich haben sie in ihrem QG in Paris Simulationen vorgenommen. Das Ziel, mit allen Überraschungen, die sich bei der Rallye Dakar ereignen können, zu rechnen und damit umgehen zu können. Wir haben Autos und Helikopter, die bei der Eröffnung der Sonderprüfung nebenherfahren, um sicherzugehen, dass die Sonderprüfung sauber ist, clean, wie man bei uns sagt, um sicher zu sein, dass keine Leute die Sicherheitsabschnitte verlassen haben. Wir haben also Autos, die vor den ersten Motorrädern losfahren und wir haben Autos, die vor den ersten Autos losfahren. So haben wir eine sofortige Rückmeldung und Übersicht über die Sicherheitszustände. Die Dakar erhält ein großes Interesse an der Rallye am Leben. Es ist eines der wichtigsten Ereignisse auf der Welt, mit 4 Millionen erwarteten Zuschauern in Argentinien und Chile.